So, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crafting Idle Clicker. Es geht weiter. In der Folge wollen wir uns die Bronze-Ingots zusammenbasteln. Danach vielleicht noch den Bronze-Speer. Mal gucken. Sollte möglich sein. So, 44,8 E9 und 220 pro Tick bekomme ich da. Plus 0, das ist zu wenig. Bam. Jetzt können wir hier mal aufrüsten. Und hier 51 pro Cycle, ist gut. Achso, warte mal, ich verliere noch ein bisschen was durch das Abgeben hier unten an diese Mission. Verkaufen die schon, ja. Sehr gut. Der Dagger wird auch verkauft. Und das Knife. Oh, bald fertig. Können wir wieder zum Event gucken, was hier so abgeht. Free Knife. Plus 1, plus 2, plus 3. 80.000 Gold. Bam, 800.000 bekommen. Aber wie viel Gold geben die ja denn nicht mehr, ne? Hier eins aufrüsten, zack. Kriege ich immer zwei Stück. Und zwar sind die Messer gleich alle leer. Das macht aber nichts. $20 million für den Arrowhead. Gibt's hier was Neues? Warte, verkaufen. 15 Milliarden gerade mal. Zu wenig. Ich brauche mehr Gold. Ah, jetzt besser. Die bringen mehr. Muss ich das auch noch aufrüsten? Krieg ich 10 pro. Das dachte ich mir. Gut, langsam knapp mit dem Tin-Ohr. Sollten wir eigentlich nicht in Bedrängnis kommen, dass wir keins mehr haben? Nee. Nochmal 14 Milliarden oder Billionen, wie viel es auch immer schon sind, dazu bekommen. 11 fehlen nur noch. Ja, ich weiß. Mal schauen wir mal hier. 7 Punkte. Für diesen Bogen haben. Was auch immer dieser Bogen macht.
0% Chance, diesen Bogen zu bekommen, 32% für dieses komische Ding hier, 32% für die 960 und 36% für die 80. So, ein Bronzespeer, den hat man vorher noch nie gehabt. Ey. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt das Spiel neu starte und ich wieder so weit hinten bin, dann höre ich auf mit dem Dreck. Haben sie Glück gehabt, ey. Bin nicht weit zurückgefallen. Bei der Wichser, ey. Das kann doch nicht sein. Warum stürzt denn dieses Spiel jedes Mal ab? Habe ich genug Bronze Eier? Habe ich 89 Stück noch auf Lager? Steht hier um Starter Package? Vergiss es. Mach den Dreck weg, ey. Wegen dem ist bestimmt mein Game abgestürzt. Wegen diesem Müll. Genug Kupfer. Oder Bronze, was auch immer. Mir egal. Genug für den Bronzespeer. Irgendwann nochmal aufrüsten, denke ich. Bringt ziemlich viel Gold. Gehen wir zum Event zurück. Stimmt, da war ich auch kurz offline gewesen. Automatisch ein Arrowhead. Okay. E6 brauche ich für das Copper Arrow und für die Copper Arrows. Dauert eine Weile bis dann, würde ich mal sagen. Jetzt sind wir schon bei 4 Punkten. Space Used 18 von 20%, 18 von 200. Kein Plan, was das bedeutet. Lass ich mich einfach mal überraschen irgendwann. Zwei E12 kriege ich jedes Mal. Dann können wir uns gleich ein Bronzeschild bauen. Ich kann es ein bisschen näher ziehen. Hier muss ich immer so weit runter scrollen. Die Schuhe brauche ich noch mehr davon. Der Rüstung hier. Mit eh kaum Gold. Sieht gut aus. Und da haben wir den Bronzeschild.
bringt 2E12. Not bad. Eine ganze Menge Kohle. Das Bronzeschwert ist 1,2E15 oder 1,2E15. Da muss ich eine ganze Menge sammeln. Gehen wir zum Event. 4 Punkte gerade mal. Einfach schon alles erforscht gefühlt. Ups. Leder, so ein Griff, Kupfer, Dolch, Tinnohr, Bronze, ja, Schuriken. Und bis ich da mal bin, das dauert ja Ewigkeiten. So wenig Gold, wie ich hier gefühlt bekomme. Theoretisch muss ich für die E100 E6 sparen. Das dauert auch noch ewig. Ja, jetzt zum Workshop zurück. Rüsten wir hier gleich mal auf. Noch Level 2. Kriege ich halt doppelt so schnell Kohle jetzt. Und werden wir gleich nochmal aufrüsten. Ich 3 Schilder, also mal 6E dazu, 6E12. Kupfer brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr, ist okay. Kann ich den nochmal aufrüsten? So teuer ist es ja nicht. So viel Geld gibt dieser Bronzeschild. Wahnsinn. 8 Punkte, dann haben wir aber auch bald die Fame Mission 1 fertig. Tja, und 100 E6. Also jetzt versuche ich dann wieder über die Nacht laufen zu lassen. Mal gucken, vielleicht bringt es ja was oder stürzt schon wieder ab. Das würde mich nicht wundern. Und wenn es nochmal abstürzen soll, dann ist es vorbei. Dann habe ich keinen Bock drauf. Dann lasse ich es sein. Auch weil es ein tolles Spiel ist, aber wenn es immer abstürzt, ist es doch nicht so toll.
Okay. 10E12 gibt's jedes Mal. Na, nicht ganz. Hat nicht alles verkauft. Alter, das ist viel Geld. Was hier fließt. 8 Punkte. Könnte nochmal. Langsam wird es zwar knapp mit den Bronzebarren. Können noch den aufrüsten. Gold soll da kein Problem sein. Wahnsinn, wie viel Kohle man hier bekommt. Ja. Gut, meine Freunde. Ich würde sagen, wir machen kurz eine Pause. Ich lasse es über die Nacht laufen und ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten bin ich echt böse. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Crafting Idle Kicker. Bis dahin. Ciao.